Money incoming gleich. Ich hoffe mal, der kann hier abkippen. Achso, ich muss erst Anhänger auswählen. Und verhakt sie nicht an der Decke. Das passiert ja manchmal. Deshalb sind natürlich die Schiebböden. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Grünfelder Land im LS22. So, jetzt gucke ich gerade mal ums Eck und schau, ob die Sonnenblumen reif sind. Weil da müssen wir jetzt heute endlich mal ran. Und. Jawollo. Supi. Dann können wir uns an die Sonnenblumen machen. Ich stelle aber, glaube ich, erstmal einen Trecker rüber mit Anhänger. Und dann holen wir uns den Drescher ans Feld und dann legen wir los. So. Ich hatte auch ja letztes Mal 1000 Liter Wasser ins Gewächshaus eingelagert oder eingefüllt. Und ich hatte euch gesagt, wir gucken nach, wie viel Geld uns das gebracht hat. Und wenn wir hier gucken, sehen wir hier verkaufte Produkte 412 und 400 Euro. Das heißt, wir haben insgesamt aus diesen 100 Euro, die wir investiert haben fürs Wasser, haben wir... warte mal, die Feldzufahrt für das andere Feld ist woanders. Dann benutzen wir die doch auch. Aus den 100 Euro Wasser haben wir insgesamt 813,14 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, wir haben 700 Euro plus. Ist okay, reicht uns trotzdem nicht. Wir sind immer noch knapp 6.000 im Minus. Aber das wird hoffentlich die Sonnenblumen gleich mal ein bisschen regeln. Beziehungsweise wir können auch mal gucken, ob der Raps jetzt gut wäre zu verkaufen. Gucken wir mal. Erstmal fahren wir aber ans Feld. Mit unserem schönen John Deere. Was war das? 7-2. Warte. T560. Okay. John Deere T560 haben wir hier. Oh, da sind wir ein bisschen zu eng gefahren. Den stellen wir direkt daneben. Aufklappen. So. Dann gucken wir gerade, was hatte ich gesagt, nach dem Preis vom Raps. 1300? 1320? Ist gar nicht so schlecht. Warte mal, ich guck mal. Guck mal, 1312. Wir haben jetzt schon 1320. Eigentlich müssen wir den verkaufen. Aber ich muss auch erstmal ernten hier. Deshalb fangen wir damit mal an. Und dann sehen wir, was der Rest vom Tag noch bringt. Hier ist natürlich Unkraut drauf. Hier ist natürlich nicht so toll. Aber ansonsten haben wir hier, glaube ich... Oh, ist das laut. Ja, nicht gedüngt. Weder gedüngt noch Ertragsbonus. Also nicht so optimal. Ah, wir nehmen das, was da ist. Haben wir auch wir nicht angepflanzt, sondern das war ja... das war ja unser Stadtfeld, sozusagen. Es war ja so, wie es ist. Einen Pflanzenschutz hätte ich theoretisch machen können, hätte ich aber eine Feldspritze noch gebraucht. Wofür wir ja kein Geld haben. Das ist eine der nächsten Anschaffungen, die wir tätigen müssen. Wir brauchen noch eine Feldspritze. Ansonsten möchte ich mich an der Stelle auch mal bedanken für die ganzen Zuschauer, die sich die Videos anschauen. Es freut mich. Wer noch nicht hat, kann gerne mal meinen Channel abonnieren. Ich probiere gerade wieder regelmäßig Videos zu machen. Und in der nächsten Zeit steht auch wieder... also wenn es hinhaut... mit meinem Internet, steht auch wieder das RP-Projekt auf dem Grünfelder Land an.
Real Farming 2 sozusagen im LS22. Im 19er haben wir ja, oh Gott, wir haben knapp 180 Folgen oder so auf der Schwatzing gemacht. Und dann noch 400, fast 500 Folgen auf der Grünfelder Land. Das war tägliche Unterhaltung. Hat richtig Laune gemacht. Ich habe auch gesehen, Mallow Nation ist hier wieder heftig dran, an Dekorationen zu machen. Zum Beispiel da hinten den Schwimmplatz oder das Kiosk, was da hinten vor dem Wald rechts unten stand, hat er auch schon wieder aktiviert. Er ist dran an den Steinen am Fluss. Also er macht ziemlich viel. Es geht voran. Vielen Dank auch dafür, weil das ist natürlich die Grundlage, dass wir hier vielleicht wieder irgendwann oder sehr wahrscheinlich dann wieder auch RP zocken können. Ohne das funktioniert es nicht. Die Ernte der Sonnenblumen ist hiermit beendet. Ja, runtergekommen ist nicht viel. Ich glaube, insgesamt würde ich mal sagen, waren es 9000, ja, knapp 12.000, 13.000. 13.000, glaube ich. Oh. Bin ich doch hängen geblieben? Ja, die Spiegel funktionieren hier nicht. Jetzt haben wir den richtigen Winkel. Also 13.000 Sonnenblumen sind runtergekommen. Was ist denn der Preis dafür? Sonnenblumen, Preisänderung maximal 1,4. Das heißt knapp 20.000 können wir da erwarten im März. Wir gucken jetzt nochmal nach dem Rapspreis. Da steht ja hier als höchstes 1.300 und wir haben hier, der steht im Minus, aber der, ich habe es jetzt ein bisschen verfolgt, der steigt trotzdem. Das heißt, wir werden gleich noch den Raps verkaufen. Das Schneidwerk zurückbringen. Das können wir vielleicht, können wir das da an den Anhänger dran machen? Ich glaube leider nicht. Ich glaube, der hat hinten keine Kupplung dran. Das ist nur die Frage, kriegt man den da noch angehängt oder nicht? Ja, ein bisschen schieben und drücken und dann klappt es vielleicht. So, aber das Schneidwerk sah gerade nicht so fest aus. Aber jetzt hebt's. Gut. Jetzt fahren wir gleich mit dem Traktor zum Händler, dann sind wir schneller unterwegs. Und vorher muss ich aber den Raps verkaufen, weil es gibt noch ein Angebot. Am Moment sauber machen. Sauber machen. Es gibt noch ein Angebot für einen Pöttinger Mähwerk. Frontmähwerk, 3,1 Meter Arbeitsbreite. Das würde ich mir gerne gönnen. Das würde ich mir gerne gönnen. Weil wir haben ja gesagt, vielleicht können wir dann noch irgendwie Silage machen. Und die bringt uns zusätzlich ein bisschen Ertrag. Deshalb wird man gleich gucken, wenn wir den Raps verkauft haben, dass wir uns das Schneidwerk holen, das Mähwerk holen. So, hier schön sauber machen. Ja, das ist nur gemietet, trotzdem wollen wir es ordentlich zurückgeben. So, sauber machen kommt nämlich bei mir immer irgendwie ein bisschen zu kurz. Deshalb müssen wir da ein bisschen Routine reinbringen. Dass wir das immer gleich direkt machen, dann ist das nämlich alles schick, schön, ordentlich. So, abkoppeln. Drescher aufräumen. Mähwerk, Schneidwerk da drüben müssen wir natürlich nachher wieder dann auf den Anhänger laden. Aber erstmal stellen wir den hier so rein. So, also 11.885
Sonnenblumen kamen runter. Nicht wirklich viel, aber ja, ist okay. Mal 1,4 gibt ungefähr 17.000 Euro. Ist in Ordnung. Ich würde jetzt gerne zuerst das Schneidwerk zurückgeben. Einfach wegen den Mietkosten. Und dann verkaufen wir den Raps. Wobei ich den wahrscheinlich gleich direkt auflade. Dann ist er nämlich schon mal drauf. Raps. Ja, Anhänger zur Hälfte ungefähr voll. Passt. Warte mal, kann ich das Schneidwerk nicht einfach so zurückgeben? Ich musste da nicht hinfahren. Hier gemietet, Maispflücker, zurückgeben. Jawollo. So, dann stellen wir hier das Gewicht ab. Fahren den Raps zum Edeka. Und kaufen uns das Mähwerk. Wenn es dann noch im Angebot ist. Was ich mal hoffe. Money incoming gleich. Ich hoffe mal, der kann hier abkippen. Achso, ich muss erst Anhänger auswählen. Und verhakt sich nicht an der Decke. Das passiert ja manchmal. Deshalb sind natürlich die Schiebböden. Es wird knapp, es wird knapp. Naja. 25.298 Euro hat uns der Raps gebracht. Sehr schön. Dann fahre ich jetzt zum Händler und kaufe mir das Mähwerk. Da ist das gute Stück. 31% Rabatt. Entschuldigung. Das nehmen wir mit kaufen. So, jetzt gucke ich aber gleich nochmal. Ballenpresse. Ich brauche natürlich eine, die Silage ballen kann. Also die kleine MF hier ist leider nichts. Oder können wir die auch wickeln? Ich glaube nicht. 1,25 Meter Rundballen. 1,80 Meter Quaderballen. Nee, geht nicht. Das heißt, wir bräuchten dann Minimum, die kann glaube ich auch nur normale Ballen. Also müsste ich halt extra einen Wickler noch kaufen. Uniwrap hier. Aber die kann auch nur Kleinballen. Also wir brauchen Minimum 100.000 Euro. 100.000 Euro, da müssen wir uns ins Zeug legen. Oder ich könnte gucken. Was kostet ein kleines Bunkersilo? 10.000. Also, dann bräuchte man aber noch einen Ladewagen. Ladewagen schlägt auch mit 30.000 zu Buche. Dann sind wir aber deutlich günstiger. 40.000 Euro haben wir dann ausgegeben, um Silage herzustellen. Das wäre fast eine Option. Werde ich mir mal überlegen. Jetzt fahren wir zum Hof. Und ja. Dann sind wir, glaube ich, auch schon wieder am Ende. Dann mache ich noch hier das Dings da drauf. Das andere Schneidwerk auf den Anhänger und räume das auf. Schneidwerk müssen wir, Mähwerk müssen wir auch aufräumen, Anhänger aufräumen. Ups. Da haben wir das Schneidwerk oder das Mähwerk gerade mal direkt geschrottet eigentlich. Uppala. So, Anhänger. Nee, falsch. Anhänger weg. Mähwerk stellen wir hinten zum Steinsammler.
da hinten unter. Dann ist es auch weg. Eier. Ja, immer noch nicht viel. Weiß nicht, warum da nichts losgeht. So. Haben die noch zu fressen? Ja, fressen haben sie. Keine Ahnung, was da los ist. Traktor aufräumen. Drescher. Mähwerk, Schneidwerk aufräumen. Und dann haben wir es für heute auch schon wieder geschafft. Perfektomat. Ich bin immer noch so begeistert von diesem Schneidwerkswagen, dass es so easy geht, dass der einfach drauf fixiert wird, das Schneidwerk, und es da keine Probleme mehr gibt. Ja. Meine Fahrkünste sind nicht mehr das, was sie mal waren. Und der Anhänger, der steht ja auch Scheps drin, ey. Eieieiei. Gut. Alles insoweit erledigt. 10.000 Euro plus auf dem Konto ist auch mal schick schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.